Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 1. In der letzten Folge waren wir in Bunker 15, haben nach dem Wasserchip gesucht, aber leider war auch im Kontrollraum nichts davon zu finden. Er ist also nicht mehr in diesem Bunker. Also müssen wir woanders zusehen, wo wir das Ding herkriegen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder nach Shady Sands. Noch ein bisschen Ausrüstung holen und mal sehen. Ach ja, wir haben ja eine neue Waffe. Das hier. Ich möchte mal sehen, wie die Werte sind. 10 mm Pistole, Schaden 5 bis 12, das kleine MG auch. Das andere kann ich nicht lesen. Reichweite wahrscheinlich 25, 25. Munitionsart ist dieselbe, klar. Aber hier hat man nur 12 Schuss, hier hat man 30 Schuss. Mal sehen, hier kann man logischerweise einen Einzelschuss machen. Gezielt und ungezielt. Bei dem Ding auch Einzelschuss. Also kann man einstellen, wie man möchte. Gezielt Einzelschüsse. Dauerfeuer, ganz normal. Wobei ein Dauerfeuer ist natürlich klar, kann man nicht gezielt machen. Aber ich finde, dass man später eigentlich im Prinzip eigentlich lieber das hier nehmen sollte. Na gut, es hat zwar 7 Pfund. Das hat nur 4 Pfund, aber trotzdem. Ja, sieht man Heckler und Koch. Ein Maschinengewehr mittlerer Größe für Einzelschuss oder Dauerfeuer. Was, hier können wir erstmal das Ding entladen. So. Finde ich noch sinnlos, Munition in der Waffe drin ist. Ist hier schon Munition in dem Ding? Ach Quatsch. Nee, es scheint schon Munition drin zu sein. Ach ja, gleich glaube ich, hier wird es angezeigt. Mach mal Einzelschuss. So, wo ist der Eingang? Hier drüben. Oder der Ausgang, besser gesagt. So, und weil wir natürlich jetzt nicht wissen bei der Reise, welche Gefahren wohl kommen werden, speichern wir lieber ab, sicherheitshalber. Shady Sands. Wie gesagt, mit den Anlägen, die Räder, ich weiß, dass die unten sind, die Kans. Aber die sind im Moment noch zu schwierig. Da steht da. Dama, sei Dank, du bist hier. Wanderer, mein Mädchen. Tandy, Aradeshs Tochter, wurde entführt. Wir glauben, dass irgendwelche Gangsterbanden dahinter stecken. Wo halten sich diese Gangsterbanden auf? Sie sind südöstlich von hier. Bitte, beeil dich. Wer weiß, was sie sonst noch antun, ihr sonst noch antun. Okay, ich werde sie zurückholen. Wir haben eine neue Aufgabe. Ich gehe mal zu ihrem Vater, zu Aradesh. Mal sehen, was der Typ noch zu sagen hat. Gut, dass du gekommen bist. Ich brauche dringend Hilfe. Meine Tochter Tandy ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Volk hat keine Erfahrung. Schon 3 Patrouillen suchen nach ihr, aber keine kam zurück. Hilfst du mir? Mal überlegen, es hat seinen Preis. Na gut, eigentlich hat es seinen Preis, weil wir brauchen ja auch Geld. Andererseits können wir den ganzen Quatsch verkaufen, den die Plünderer bei sich tragen. Die Ausrüstung. Und vielleicht... Ach, ich habe immer... Das heißt immer, das ist einmal, was ich gespielt habe. Schon ein bisschen.
bin ich natürlich der Held, also so. Seth und ich glauben, dass ein Gangsterclan dahinter steht. Vergeltung für unseren Widerstand. Nimm den Speer. Er wurde gefunden, wo meine Tochter verschwand. Okay. Bitte, sprich mit Seth. Er weiß viel über die Gangster. Gott mit dir, Wanderer. Also haben wir jetzt einen Speer. Achso, ich wollte noch sagen, ihr seht, die Heilpunkte sind etwas gestiegen, obwohl wir ja nicht geschlafen haben oder geheilt haben. Denn nach einer Zeit, wenn Zeit vergeht, also auch so, wie wir laufen, heilt man sich automatisch. Wo ist Handy? Warum hast du sie nicht befreit? Ich fand diese kleine Schlappe ist das Risiko nicht wert. Nein, ich brauche mehr Ausrüstung, um mich richtig um die Jungs kümmern zu können. ...250, na gut, so viel. Geld hat er nicht. Als dass das jetzt einen Sinn macht. Obwohl der Arzt... ...unten... ...der hätte genug gehabt, da könnte ich mir vielleicht noch ein Stimpack holen. Ah, vielleicht... ...sollten wir mal die Waffe wegtun. Damit die Leute nicht denken, wir wollen sie überfallen. Obwohl, ich glaube, es ist mir zu spät. Hallo? Mal bis zum Morgen ausruhen. Da können wir uns gleich ein bisschen heilen bis dahin. Ah, 3 Trefferpunkte. Ist ein bisschen dunkel. Noch 1 Stunde. Das reicht. Verzweifelt aus. Brauchst du Hilfe? Ja, Heilung. Natürlich brauchst du das. Okay, lass mal sehen. Oh, ich bin nur leicht verwundet. Ah, es hat eben was gesagt. Mit kann ich dir helfen, dass Tandy vergiftet wurde, entführt wurde. Aber das sagt er nicht noch einmal. Komisch. Na gut, handeln. So, sind es jetzt 202 oder 282 jetzt? Das ist halt die Frage, ich weiß es nicht. Wie viel, obwohl... Ach nein. Ja, ich bin nicht vergiftet worden. Ich wollte eigentlich erst das verkaufen, obwohl ich glaube, meine Pistole ist eigentlich wertvoller, als was ich bekommen würde. Und ungefähr 40 Kronkorken. Minus, in dem Sinne möchte ich jetzt auch nicht machen. Speer 3 bis 11. 1 bis 7. Als der Grundschaden von dem Speer ist natürlich besser. Und eine Reichweite von 2. Speer. Stab mit einer messerscharfen Spitze. Der Stab ist aus Holz und die Spitze aus bearbeiteten Stahl. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen das Ding. Finde ich etwas sinnvoller. Obwohl, ich habe noch nie versucht, mit den Rädern zu verhandeln, ob man die vielleicht ohne Gewalt bekommen kann, Tandy. Zufallsbegegnung. Du stotzt fast über herumliegendes Geröll. Die könnten hier wirklich eine Organisation brauchen, die sich um die Landschaft kümmert. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts weiter. Na gut.
Pelikans. Speichern wir lieber ab und auf Dungeon. Ja, ja, ich mach meine Waffe schon weg. Oh, harter Kerl, was? Ich bin zwar eine Frau, hier als Charakter, aber gut. Ich hab doch schon meine Waffe weggesteckt, was willst du denn noch? Karl Descent liebt seine Krieger, steckt das Ding weg und redet mit ihm. Ach, Ian, du stehst im Weg. Er will nicht mit uns reden. Was willst du? Handeln. Oh. Na, es war nur Mist. Ich suche eine Frau mit dem Namen Tandy. Hast du sie gesehen? Nee, ich habe sie nicht gesehen. Warum fragst du? Nichts, ich suche nur einen Freund von mir. Auf ihren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Wenn es mir gelingt, sie zu töten, winkt mir ein netter Betrag. Wirklich? Wie sieht's aus? Ungefähr 1,80 groß, dunkelhaarig. Sie kommt aus Shady Sands. Ja, sie ist hier. Sie hält sich in einem großen Haus auf. Aber denk dran. Wenn wir Gal einweihen, will er auch einen Teil von der Belohnung. Okay. Begleitet uns jetzt einer von denen. Was? Hau ab. Sei gegrüßt, ich bin Petrox. Ich bin einer von Garls Top-Gangstern. Wer bist du? Mein Name tut im Moment nichts zur Sache. Kannst du mir etwas über euer Lager erzählen? Das ist aber nett, dass du dich für wichtig genug hältst, um ohne Namen hier herumlaufen zu können. Dann werde ich dir zumindest ein bisschen was über uns erzählen. Wir sind die härtesten Kerle des Ödlands. Gegen uns kommt niemand an. Wir sind keine solchen Feiglinge wie diese Leute aus Shady Sands oder Shanktown. Was ist mit Shady Sands? Shady Sands ist eine sehr fruchtbare Gemeinde. Sie teilen ihren Ertrag wirklich gerne mit uns. Was kannst du mir über Shanktown erzählen? Shanktown ist etwas südlich von hier. Gibt eine Menge schöner Frauen dort. Ich kann dich gerne mal herumführen. Vielleicht könnten wir uns dabei auch noch etwas besser kennenlernen. Was meinst du? Okay, später vielleicht. Klar, später vielleicht. Okay. Was willst du? Ich bin Diana. Wie kann ich dir heute helfen? Was machst du denn hier? Ich bin die Waffenmeisterin in diesem Lager. Ich bin die Einzige, die in der Lage ist, die Waffen und die Ausrüstung von Guards Männern zu reparieren und zu warten. Kannst du meine Ausrüstung reparieren? Ich muss vor Gar gerade die Lagerausrüstung reparieren. Ich habe nicht genug Zeit, um unsere Sachen und die von dahergelaufenen Fremden zu reparieren. Sorry. Okay. Ach, die hat nichts anderes. Gut. Handeln? Was haben wir hier? Wurfmörser. Na gut, das ist für die Magnum, die haben wir nicht, die Knarre. Gut, die redet auch nicht jetzt weiter mit uns. Selbst wenn der Automechaniker des Jahres plötzlich neben dir auftauchen würde, könntet ihr beide diesen Rosthaufen nicht flott machen. Oh. Aber in voller 2 kann man ein Auto fahren. Und wie ich gesehen habe, in voller Tactics auch.
gibt es sogar Panzer und andere Fahrzeuge, die man fahren kann. Schade, schade. Ja, das ist auch dasselbe. Ja, die würden wohl wirklich ihre eigenen Leute hintergehen, wenn es danach geht, ein Kopfgeld zu bekommen. Hallo, ich bin Tolia. Du siehst aus, als ob du gerade aus der Wüste gekommen bist. Wer bist du? Ich bin Mona Sex. Was machst du? Als Gangster durchstreife ich das Land auf der Suche nach Vorräten. Es gibt einige Städte, die wir mit unserer Anwesenheit beehrt haben. Wo wartet denn schon? Ich war schon an vielen Orten des Ödlands. Die am nächsten gelegenen Orte, von hier aus, in denen ich schon war, heißen Shady Sands und Shanktown. Sie sind sehr dankbar für unsere Besuche. Ihr besucht Shady Sands? Wir besuchen manchmal Shady Sands. Es bringt ein wenig Aufregung in das Leben aller Beteiligten. Und was ist mit Shanktown? Naja, Shanktown ist ein bisschen südlich von hier. Ein paar Meilen geradeaus, dann rechts bei dem sterbenden Kaktus. Du kannst es nicht verfehlen. Okay. Na gut, das sagt gar nichts anderes. Ich habe Munition gefunden. Und es hat keiner gestört, dass ich die aufgenommen habe. Perfekt. Abspeichern. Was willst du? Er sagt auch dasselbe. Hat ihr alle dieselben Dialoge? Was ist die Standart, wie Leute sind? Ein paar Betten. Oder so etwas. Ich glaube, das ist Tandy hier hinten. Schluchz unkontrolliert. Bitte, hilf mir. Oh, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Das hat ihnen also nicht gefallen. Ich nochmal hier das, bla bla bla. Speichern. Ich bin Quinn. Ich bin einer von Garls Beratern. Wer bist du? Ich bin Mona Sachs. Was machst du hier in dieser Gegend? Als Berater sorge ich dafür, dass kein Pöbel Garl Schwierigkeiten bereitet. Und wie machst du das? Ich weiß, wie man ungewünschte Elemente von hier vertreibt. Ich sehe ein, dass ich Unrecht hatte. Wahrscheinlich machst du deine Sache doch gut. Auf Wiedersehen. Handelt die Frau? Was ist das? Booze. Alkohol wahrscheinlich. Und Munition. Beweis es, stirb. Was willst du? Ich bin in Frieden gekommen, um die Freilassung von Tandy auszuhandeln. Handelt er auch mit mir? Ja. Munition und Alkohol. Na gut. Was bietest du mir für ihre Freilassung an?
Mal gucken, stell eine Bedrohung dar, die du nicht einmal verstehst. Willst du es wirklich riskieren, dass ich wütend werde? Ich werde dir etwas Gleichwertiges geben. Ich würde dein ewiger Seele guttun. Ich kämpfe 1:1 gegen dich, damit ich Tandy kriege. Oh, das versuchen wir mal. Gut. Wir werden diesen Kampf ohne Waffen kämpfen. Wenn du mich zusammenschlägst, kannst du das Mädchen nehmen und gehen. Wenn ich dich zusammenschlage, verschwindest du ohne sie. Schön. Ja, so wirklich gut sind unsere Trefferchancen auch nicht. Ein Trefferpunkt. Na gut. Du bist eines Kampfes mit mir nicht würdig. Ah, das tat weh. Du darfst mich nicht töten, das stimmt nicht. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Das war's. Wir sind tot. Deine Knochen werden vom Wüstenwind blank geschliffen. Das war's. Was würde ich hier machen? Du denkst, dass ein Mann wie ich an ein Leben nach dem Tod glaubt? Diese Welt ist am Sterben. Und ich werde mir nehmen, was ich will. Nie wirst du über die Stärke verfügen, die für eine solche Entscheidung vonnöten ist. Okay. Gut. Mal sehen, was wir noch machen können. Etwas Gleichwertiges geben. Es muss wirklich wertvoll sein. Zeig her. Wie viel ist denn der Tandy wert? 530. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Wie kannst du es wagen, mir wieder unter die Augen zu treten? Tötet sie! Ah, deswegen durfte ich sie zwar freikaufen, aber nicht nochmal zurückkehren. Dann versuche ich mal das hier. Aus irgendeinem Grund glaube ich dir. Ich erlaube es dir, das Mädchen mitzunehmen, aber komm nur dann zurück, wenn du unseren Zorn erregen willst. Okay. Das haben wir die Alte umsonst bekommen. Die Chandy. Alter Sessel. Ach. Nichts ist ihren. Lass uns von hier verschwinden. Na, auf alle Fälle. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ohne Gewalt haben wir sie bekommen. Und ohne, dass ich etwas ausgeben musste dafür. Aradesh. Obwohl, du bist doch der Freund hier.
Die alle hier danken dir, dass du die Retzkobins vernichtet hast. Ja, das ist schön. Ich dachte, du bist froh, dass Tandy wieder hier ist. Ach ja, ich muss erstmal den Speer wegmachen, dass ich nicht bewaffnet bin. Aradesh. Für deinen Mut und deine Tapferkeit stehe ich tief in deiner Schuld, Wanderer. Deine Belohnung. Was ist unsere Belohnung? Für Tendis Befreiung und für das Zurückbringen, also 900 Erfahrungspunkte. Gut. Kann ich dich noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Handeln. Oh, ein Speer. Wie kostet denn das Ding? 56. Und sein Messer? 40. Ich würde ja gerne Ian das mit dem Speer noch geben, dass er das als Nahkampfwaffe mit hat. Ade, mein Freund. Möge das Wasser, das du in der Wüste findest, dich nachts nicht blenden. Da hast du aber wirklich recht, Aradesh, mein Freund. Ian, komm mal her. Handeln. Ach, er nimmt gerade den Speer. Ey, das Messer, deswegen kann ich das Ding nicht auswählen. Er will wirklich den blöden Speer. Er hätte das Messer nehmen. Er will wirklich... Verstehe ich nicht. Er will wirklich das nicht haben. Ah, bin ich nur mal gespeichert. Na gut. Machen wir das nochmal schnell. Frieden, Bedrohung, okay. Macht euch weg, ihr Idioten. Dann werden wir das Messer nicht kaufen. Ich dachte, ich könnte ihm das dann umtauschen, dass er den Speer hat. Du erhältst, einen Reisenhändler mit Wachen. Wo ist denn der Händler? Wer bist denn du? Bist du der Händler? Ich hasse diesen Job. Ach. Ah, hallo Wanderer, ich heiße Duke und ich bin auf dem Weg nach Shady Sands, um dort Handel zu treiben. Vielleicht kann ich dir meine Waren zeigen. Gehst du oft nach Shady Sands? Ja, Shady Sands liegt auf der Handelsroute, die ich gewöhnlich entlang wandere. Wenn du magst, kannst du mit uns reisen. Das ist sicherer. Oh ja, hört sich gut an. Es sollte nur einen Tag oder so dauern. Gehen wir. Lass mich das handeln mit dir. Obst, Munition, Lego an einem Spieß. Tja, obwohl das Messer behalte ich vielleicht nochmal. Die Pistole. Ach, eigentlich behalte ich alles. Nee. Das sind wir. Hätten
vielleicht Belohnung aushandeln soll mit Aradesh. Er hat zwar gesagt, er würde uns Belohnung geben, aber ich habe keine Ahnung, was das war. Für deinen Mut und deine Tapferkeit stehe ich tief in deiner... Ade, mein... Ade, 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 Ade. Tandy, ich möchte mit dir reden. Erstmal speichere ich ab vorher. Unter Stadt. Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! Wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Vielleicht könntest du mir noch ein paar Fragen beantworten. Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Was gibt es hier noch so? Changtan ist südwestlich, doch weiß ich nicht, wie weit. Darunter ist ein schauriger Ort, die City of Death. Oh ja, dann gibt's noch einen Ort. Oh Mist, wie war das? Ach ja, der Hub. Danke. Schon gut. Noch was? Changtan ist schon gut. Noch was? Was kann man hier so machen? Nicht viel, seit du die Red Scorpions gekillt hast. Mann, hätte ich das gern gesehen. Hast du irgendetwas aus dem Süden gehört? Die schlimmste Geschichte ist die über die Deathclaw. Die Deathclaw? Ein Reisender aus dem Süden hat's mir erzählt. Er sagte, die Deathclaw sei eine Bestie, die nachts Menschen tötet. Niemand kann sie fangen, weil sie verschwinden kann wie Rauch. Natürlich glaube ich das nicht. Okay. Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist. Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Wie gefällt es dir hier? Schon okay. Gut, es ist Heimat und so. Aber es ist so fad. Ich will die Welt sehen. Wenn's so langweilig ist, warum gehst du nicht einfach weg von hier? Ich? Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit und mein Vater sagt, er kriegt einen Herzanfall, wenn was passiert. Schwierige Lage, kann ich dich vielleicht noch was fragen? Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Es ist schade, dass wir sie als Begleiter nicht bekommen können. Schon okay. Gut, es ist Heimat und so. Ja, echt sicher. Und so fad, dass ich glaube, mein Hirn kommt mir bald zu den Ohren raus. Ich? Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit... Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Nun, das war's. Wie gefällt es dir? Bla bla bla. Handeln? Ah, Simpack. 18 Kronkorken. Oder 10, keine Ahnung. Wasser. Chip. Sagt mir nichts. Ich weiß nicht. Frag mal Seth oder meinen Vater danach. Seth ist der Hauptmann der Wachen. Mein Vater wollte uns verkuppeln. Doch er ist nicht mein Typ. Sagt mir nichts. Der Shady Sense sagte nichts. Der Hub soll eine tolle Stadt im Süden sein. Ich wollte schon immer mal hin, aber es hat nie geklappt. Changtan ist eine Stadt im Südwesten. Man sagt, es gibt dort regen Handel, aber mein Vater will nichts davon wissen. Er sagt, wir müssen geschützt bleiben. Von wegen, wir sind eingesperrt. Sagt mir nichts. Ganz übler Haufen, habe ich gehört. Mein Vater weiß mehr über sie. Er erzählt nie viel von der Welt da draußen. Nee, nie davon gehört. Ah, gut. Hat sie sonst noch irgendwas? Also, vielen Dank. Fremde sind nur selten hier und ich höre gern neue Stimmen. Nun, bis dann. Sie sind noch irgendwelche Informationen vor uns? Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, ich habe nur gesehen, eine neue Option ist verfügbar, aber ich würde sagen, das werden wir nicht in dieser Folge machen. Ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren.
Wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos, dann könnt ihr mal bei Discord und so vorbeischauen. Und in der nächsten Folge werden wir nochmal zu Tandy gehen und die andere Gesprächsoption, die ich meine, auswählen. Und dann werden wir mal sehen. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.